Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video EP mit der Anwendung Touchportal für Tablets. Heute will ich euch mal zeigen, wie ihr das Modul in eure Anlagen einbauen könnt und zum Laufen bekommt. Ich möchte das demonstrieren an der Anlage Wendelstein-Kurvenbrück. Das ist eine etwas ältere Anlage. Aus der Version, glaube ich, 12. Die müsste eigentlich bei jedem vorhanden sein, dass man das auch nachvollziehen kann. Ich habe die hier schon mal geladen. Aber bevor wir jetzt ins EEP einsteigen, machen wir erstmal ein paar Vorbereitungen im Touchportal oder in der Touchportal-Anwendung. Die Seite kennt ihr ja, das ist die Startseite von der Demoanlage, die ich mitgeliefert habe. Und jetzt müssten wir uns ja erstmal eine neue Startseite für die Anlage Kurvenbrück machen. Bevor wir das jetzt aber machen, würde ich vorschlagen, dass ihr jetzt eure Touchportal-Konfiguration mal ein bisschen, ja, schöner macht, ein bisschen aufräumt. Das kann ich euch leider nicht ausliefern, weil das Verteilen über Ordner mit den Export-Import nicht funktioniert. Deswegen müsst ihr das selber machen. Das heißt, wir können hier oben über das Pluszeichen Seiten und Ordner hinzufügen. Das heißt, wir werden uns jetzt erstmal ein paar Seiten machen. Also wir klicken da drauf und nehmen jetzt den Begriff Ordner und den hängen wir an die Root dran. Diese Root ist immer da. Und die Seite nennen wir jetzt als erstes mal EEP. Da werden wir jetzt mal alles drin sammeln, was mit EEP zu tun hat. Wenn ihr später andere Anwendungen halt habt, die nichts mit EEP zu tun haben, dann könnt ihr euch schneller oder könnt ihr schneller in dieser Liste hier navigieren. Jetzt seht ihr hier, jetzt ist ein neuer Ordner entstanden, sieht man an dem Ordnersymbol. Und der Ordner heißt jetzt einfach EEP. Jetzt können wir Seiten in diesen Ordner verschieben. Das hat keine Auswirkung auf die Funktionalität, ist nur in Ordnung. Aber ich kann euch die Seiten bei der Installation leider nicht in diese Ordner verteilen, weil dann die Links, die in den Seiten sind, nicht funktionieren. Deswegen müsst ihr das jetzt manuell machen. Das machen wir über das Zahnrad, indem wir auf das Zahnrad klicken, verschiebe Seite. Und zwar geht es jetzt um diese Seite EEP 17. Die verschieben wir jetzt mal in den Ordner EEP. Wird man auch daran erkennen, dass jetzt die Seite EEP 17 in dem Ordner EEP gelandet ist. Jetzt brauchen wir eine weitere Seite oder einen weiteren Ordner, besser gesagt. Ich rede mal von Seite, für mich sind das Seiten, aber ist also ein Ordner. Den Ordner nennen wir mal Demo. Und den fügen wir jetzt unter EEP hinzu. Also nicht mehr unter Root, sondern unter Demo oder unter EEP. Entschuldigung. Jetzt haben wir einen weiteren Ordner EEP und einen Ordner Demo darunter. Und da werden wir jetzt diese Seite hin verschieben. Das heißt, ich verschiebe diese Seite jetzt in den Ordner Demo. Damit wird dieser Ordner jetzt unter EEP Demo erscheinen. Jetzt gibt es noch eine weitere Seite, die zu der Demo gehört, und das ist die Seite Steuern. Auch die werden wir jetzt mal eben verschieben in den Ordner Demo. Jetzt haben wir schon mal einen Teil aufgeräumt. Das heißt, unter EEP finden wir jetzt den Ordner Demo. Und die Seite direkt EEP 17 und im Ordner Demo haben wir jetzt die Seite Demo und Steuern. Okay, jetzt verschieben wir die Seiten, die für EEP 17 bei allen Anlagen genutzt wird, in den Ordner EEP. Das heißt also, wir nehmen jetzt, fangen jetzt mal oben an, also extra Kameras verschieben.
Verschiebe Seite nach EEP. Dann gehen wir weiter. Bei Fahrzeugliste verschieben wir die Seite nach EEP. Dann verschieben wir die Kameras nach EEP. Dann verschieben wir Zugdepot in Fahrt nach EEP. Zugdepots Seite 1 nach EEP. Zugdepots Seite 2 nach EEP. Und die letzte Seite, Zugdepot Seite 3 nach EEP. So, wenn wir jetzt gucken, haben wir jetzt hier nur noch die Main-Seite in der Route und in dem Ordner EEP haben wir jetzt einen Ordner Demo und mit den zwei Seiten Demo und Steuern. Und wir haben hier die globalen Seiten für EEP mit den Kameras, Fahrzeugliste und so weiter. Okay, jetzt hatte ich ja schon in dem ersten Video mal erwähnt, dass man so gewisse Dinge auch noch ein bisschen verschönern kann. Und das wollen wir jetzt auch erstmal tun. Und zwar, wenn wir jetzt mal die EEP 17 Startseite uns aufrufen. Hier ist ja der Button, auf die Seite Demo geht. Das heißt, hier wechsle ich zu der Seite Demo. Jetzt wäre es natürlich blöd, so hatte ich es zumindest gesagt, wenn man jetzt hier jede Menge Buttons macht, wenn man jetzt hier irgendwann gehen einem die Buttons auf dieser Seite aus. Und damit man hier nicht für jede Anlage einen neuen Button machen muss, werden wir uns jetzt erstmal eine sogenannte Vorlage erzeugen. Und die Vorlage, die habe ich mal Startseite genannt. Können wir auch, kann man nicht umbenennen. Ist aber ganz egal. Ich habe sie Startseite genannt. Oder wir können auch mal eine neue machen. Und sagen EEP Startseite. EEP. Ob groß oder klein ist hier egal. Kann man sich ein bisschen Startseite. Oh Mann. Startseite. Okay. Und jetzt muss man hier gewisse Aktionen eintragen, die man später auf den verschiedensten Button benutzen kann. Ich speichere das jetzt mal. Jetzt habe ich hier eine EEP-Startseite. Das ist meine Startseite und jetzt kopiere ich mir hier mal die Dinge raus. Dann geht das ein bisschen schneller, die ich da definiert habe. Okay. Kopieren. Also mit der rechten Maus, also erst markieren mit Steuerung und dann sage ich einfach kopieren. Dann gehe ich zurück. Ne, da nicht hin. Sondern hier zur EEP-Startseite. Und sage hier kopierte Aktionen einfügen. So, was will ich jetzt hier machen? Ich möchte die Zeile 9 aus der Datei eepoutinfo.txt holen und in einer lokalen Variable 01 speichern. Jetzt fragt man sich, wie kommt er jetzt gerade auf die Zeile 9? Dazu gucken wir uns mal das Modul an. Ich hole das mal hier rüber. Dies ist ja das Modul, was ich euch mitgeliefert habe. Und hier gibt es einen Abschnitt. Touch Info. Und hier sieht man, diese Funktion schreibt diese EEP-Out-Info-Datei aus dem EEP raus. Und in der Zeile 9 steht der Anlagenname drin. Und den will ich mir jetzt einlesen. Das heißt,
Jetzt lese mir die Zeile 9 aus der EEP-Out-Info-Datei, merke dir mir in einer Variablen, einer lokalen Variablen, weil ich die nur hier brauche. Dann mache ich eine Prüfung. Wenn die lokale Variable 01 enthält Heimat, dann wechsle ich zu der Seite Heimatstart. Das ist meine aktuelle Projektanlage. Jetzt möchte ich das Gleiche aber noch mal haben für die Demo. Also markiere ich mir wieder das, was ich hier schon mal gemacht habe. Kopieren. Klicke hier drunter und sage kopierte Aktion einfügen. Jetzt möchte ich aber nicht zu Heimatstart wechseln, sondern ich möchte zur Seite Demo wechseln. Aber nicht, wenn hier Heimat drin steht, sondern wenn hier Demo im Anlagennamen drin steht. Wir erinnern uns, die Zeile 9 enthält die Anlagenname, den ich gerade geöffnet habe. Dann speichere ich das. Jetzt habe ich die Aktion für die EEP-Startseite hier definiert. Jetzt muss ich hier an dem Knopf eigentlich Folgendes machen. Das hier löschen wir mal, weil ich möchte jetzt hier nicht mehr fest zur Seite Demo wechseln, sondern ich möchte hier zu einer Variablenseite wechseln. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Das ist, soweit ich das weiß, unter Logik. Und zwar möchte ich jetzt, wenn ich hier auf den Knopf drücke, eine Vorlage auswählen. Und welche Vorlage möchte ich ausführen? Ich möchte jetzt hier die Vorlage EEP-Startseite ausführen. Okay. Das wäre ja schon schön, aber jetzt steht hier immer noch Demo drauf. Und dazu, wir speichern das jetzt erstmal. Dazu hole ich mir mal was, was ich schon vorbereitet habe, nämlich in der Demo, auf der Demo-Seite. Und zwar habe ich hier, wenn man jetzt mal sieht, hier steht jetzt noch Startseite drin. Ich kann jetzt hier aber auch meine neue EEP-Startseite auswählen. Und hier ist ein Ereignis definiert. Das sorgt dafür, dass auf dem Knopf der Anlagenname und die Uhrzeit läuft. Okay, das speichere ich jetzt mal. Und jetzt hole ich mir aus diesem Knopf, kopiere ich mir jetzt nicht den ganzen Button, sondern ich kopiere nur die Aktion. Entschuldigung, falsch. Ich kopiere das Event. Und das füge ich jetzt auf der Seite EP17 auf diesem Knopf ein, einfügen. Ich möchte Events einfügen. Das hat sich nicht geändert, weil ich ja nicht die Aktion eingefügt habe, sondern das Event. Und jetzt sieht man, das, was ich vor auf dem Knopf, den wir da gerade gesehen haben, eingestellt hatte, das haben wir jetzt auch auf diesem Knopf. Okay. Speichern. Jetzt macht aber unsere Vorlage EEP-Startseite aktuell nur meine Heimat und meine Demoanlage. Aber um das mal auszuprobieren, müsste ich jetzt die Demoanlage laden. Das heißt, Datei, Anlage öffnen. Nein, ich speichere jetzt mal nicht. Wir nehmen mal die Demoanlage. Öffnen die, setzen die in den Fahrmodus. Und dann schauen wir uns mal an, was auf dem Portal passiert. Das Fenster seht ihr jetzt hier. Ich stelle das mal kurz um, dass wir das immer im Vordergrund haben. Und das können wir auch wegmachen. So, jetzt hat sich Folgendes geändert. Der Knopf verweist jetzt nicht mehr auf Demo,
sondern wenn ich den jetzt benutze, lande ich zwar natürlich auf der Demo-Seite, logischerweise. Achso, jetzt muss ich hier die Anlage natürlich wieder in Betrieb setzen. Das kennt ihr ja schon. Hat sich eigentlich nichts geändert. Außer, dass ich jetzt die Startseite hier mit einem variablen Kopfknopf versehen habe. Und ich sehe auch gleich schon auf der Startseite, ob die geladene Anlage, wie die heißt. Ob ich zu der Anlagen-Startseite wechseln kann, hängt davon ab, ob ich meine Vorlage entsprechend erweitere um die Anlagen, die ich mit diesem Touchportal nutzen will. Und das werden wir gleich mal machen, aber vorher noch ein paar Dinge, die wir im Touchportal dann anpassen sollten. Jetzt haben wir, hier steht zwar jetzt Demo drauf, da würde ich einfach mal EEP Startseite draufschreiben. Das ist der Text übrigens, der kommt, wenn noch keine Verbindung zu EEP besteht. Deswegen wäre es halt sinnvoll, dass man weiß, was der Knopf eigentlich machen soll. So. Und dieser Knopf, den habe ich ja hier schon mal auf der Demo eingerichtet. Dieser hier, der macht genau das Gleiche, wie man jetzt sieht. Der benutzt die Vorlage EEP Startseite und aktualisiert sich aus den Daten, die aus dem EEP kommen. Und diesen Knopf würde ich jetzt kopieren, Button, und den jetzt auf alle Seiten, wo dieser grüne Knopf ist, das heißt also auch auf dem Steuern, auf der Steuernseite ersetzen. Das heißt, dieses Ding löschen. Ja. Und den kopierten Knopf hier einfügen. Dann ist er wieder da. Und das gleiche auf den ganzen anderen Seiten. Das ist der Knopf 4. Das habe ich jetzt, wenn wir jetzt hier mal gucken, hier steht noch Startseite drin. Wir nehmen jetzt auch hier mal die EEP-Startseite. Der Rest, den habe ich schon mal vorbereitet. Und so auf allen Seiten praktisch die Knöpfe für die Anlagen-Startseite austauschen. Und damit komme ich dann mit den Knöpfen, die hier sowieso auf den Seiten sind, immer auf die anlagenspezifische Startseite. Jetzt werden wir dieses gleich mal bearbeiten. Und zwar brauche ich das ja gleich nochmal für meinen Wendelstein. Kopieren und kopierte Aktion einfügen. Und hier schreibe ich schon mal Wendelstein rein. Wendelstein, weil das in dem Anlagennamen drin ist. Jetzt habe ich hier nur ein Problem. Ich habe hier keine Seite für Wendelstein. Jetzt lassen wir erstmal die Demo da drin und machen uns erstmal genau das, was wir brauchen. Nämlich, wir brauchen jetzt erstmal einen Ordner. Ein Ordner Wendelstein. Den legen wir uns jetzt erstmal an. Und wir bräuchten, sieht man jetzt daran, hier haben wir einen neuen Ordner Wendelstein. Und wir bräuchten natürlich eine Startseite, die wir unter Wendelstein haben. Jetzt nehmen wir uns die Seite Demo, zeigen die uns mal an. Und jetzt machen wir uns eine Kopie davon. Seite duplizieren. Und das Ding nenne ich jetzt mal Wendelstein. So wie die Anlage. Dann kopiert mir EEP fleißig die Sachen.
Jetzt ist, wo ist jetzt die? Wie man sieht, natürlich nicht im Ordner Wendelstein, sondern die ist jetzt in dem Ordner. Wendelstein drin. Wie man jetzt sieht, habe ich jetzt. Hat der jetzt erkannt, okay, ich habe hier einen Ordner Wendelstein und er hat die Seite gemacht. Das ist jetzt die Seite Wendelstein. Jetzt kann ich wieder hier in meine Vorlage gehen, Startseite. Und jetzt kann ich hier auch sagen, nicht mehr zur Demo wechseln, sondern unter EEP Wendelstein, Wendelstein. Ich sehe jetzt gerade, wir haben da noch ein kleines Problem. Also schauen wir noch mal. Er hat hier einen Ordner Wendelstein angelegt. Den kann ich jetzt eigentlich löschen, weil den brauche ich hier nicht mehr. Den hätte ich mir auch schenken können. Das hat er sogar automatisch gemacht. Also wir müssen jetzt hier mal genau Ordner löschen. Macht ihr über das Zahnrad. Löschen Ordner. Wendelstein. Jetzt haben wir mal aufgeräumt. Das heißt, es gibt jetzt nur noch EEP, Demo, Wendelstein. Wo eine Seite Wendelstein drin ist. Das ist die Seite, die wir jetzt gerade anzeigen. Jetzt sollten wir natürlich die Buttons, die nicht für die Anlage Wendelstein gelten, das sind hier die Weichen. Buttons und die Fahrstraßen-Automatik-Buttons einfach mal ja löschen. Das heißt, wir markieren alle, die wir nicht mehr brauchen. Dann führt das auch auf der Anlage nicht zu irgendwelchen konfusen Aktionen. So, und sagen jetzt einfach Delete. Ja. Irgendwelche vergessen, okay. Die haben wir noch vergessen. Und die vier machen wir auch noch weg. So, jetzt haben wir eine Seite Wendelstein, die hier unten die Seiten für die grundlegenden Funktionen braucht, noch als Knopf hat. Wir können diesen Knopf auch noch löschen, weil der ist speziell ja für die Demoanlage gemacht worden. Damit haben wir jetzt so eine Grundseite. Und wenn wir die jetzt schon mal erstellt haben, können wir uns die vielleicht auch als, ja, als Standardseite, als Vorlage für EEP mal speichern. EEP oder EEP Vorlage. Vorlage. Startseite. Seite. Okay. Jetzt erzeugt er eine Seite, die genauso aussieht wie die hier, Wendelstein. Und die können wir dann später immer. Jetzt hat er auch einen eigenen Ordner, wie man jetzt sieht, EEP-Vorlagen-Startseite gemacht. Brauche ich also nicht mal selber machen. Das heißt, dort finde ich diese Vorlagenseite wieder und die kann ich mir immer als Muster für eine neue Anlage heranziehen. Okay, jetzt haben wir praktisch eine Seite für Wendelstein, wir haben eine Seite für Demo, eine Startseite, wir haben die entsprechenden Ordner und wir haben den Knopf hier schon vorbereitet, dass er, Entschuldigung, nicht den Knopf, sondern die Vorlage vorbereitet in den Events. Entschuldigung, nicht Events, Vorlagen, EEP Startseite. Okay. Wir können diese auch mal löschen. Nein, lösche ich noch nicht, weil da muss ich erst gucken, ob ich alles umgestellt habe. Auf jeden Fall ist hier drin
die Logik, wo ich später alle meine Anlagen eintrage, die ich mit dem Touch-Portal bedienen will. Und natürlich mit den entsprechenden Startseiten, die ich dafür gemacht habe. Wenn wir uns das jetzt mal, jetzt gehen wir mal, also wir gehen mal auf das, ich zeige jetzt mal das Touch-Portal an. So, Uhrzeit läuft. Und wenn ich jetzt auf den Knopf drücke, lande ich auf der Demo-Seite. Sieht man hier oben da. Ich bin jetzt auf der Demo-Seite. Okay, ich gehe wieder zurück nach EEP17. Stelle hier einmal den Datenpfad ein. Hat er nicht. Okay. Uhrzeit läuft. Jetzt gehe ich ins EEP und ändere jetzt mal die Anlage. Anlage laden. Und zwar muss ich mir die Anlage aus den Basisressourcen holen. Unter Anlage, dort findet man auf jeden Fall, wo ist sie? Wendelstein-Kurvenbrück V12A Anlage. Die öffnen wir jetzt mal. Okay, übernehmen wir und schalten die Anlage in den Fahrmodus. Ach, da unten. Machen wir mal so. Wir gehen jetzt in den Fahrmodus. Ah. Jetzt hat die Anlage in den Fahrmodus gestartet. Wie man jetzt sieht, steht hier immer noch Demo Touch Portal. Woran liegt das? Weil die Anlage hat ja noch gar keine Touch Portal Funktion. Und wie wir das jetzt in diese Anlage einbauen, das gucken wir uns dann im nächsten Teil des Videos an. Bis dahin. So, weiter geht's. Wir haben hier die Anlage Wendelstein Kurvenbrück geladen. Und die speichern wir jetzt erstmal unter einem neuen Namen ab. Das ist ganz wichtig, damit er die Originalanlage nicht verändert. Ich sage hier Speichern. Und ich habe da einen Ordner. Im Prinzip ist hier TP-Tutorial und ich würde diese Anlage unter TP Wendelstein Kurvenbrück TP wie Touchportal speichern. Da ich die aber schon vorbereitet habe, mache ich das nicht, aber nur, dass ihr wisst, dass ich dort schon eine Datei habe, die ich dann gleich modifizieren kann. Wenn wir dann mal im Notepad++ habe ich mir hier mal das Lua-Skript der Anlage Wendelstein-Kurvenbrück aufgerufen, das Originalskript. So sieht das aus. Und ich habe hier mir mal die Main Touch Portal aus der Demo aufgerufen. Was muss ich jetzt tun? Hier habe ich jetzt auch noch die TP Wendelstein-Kurvenbrück im Fokus. Ihr seht, das sieht schon ein bisschen anders aus. Also, ich nehme mir von dieser Main, kopiere mir im Prinzip ab Zeile 6 bis, ja, so Zeile 65, 64, Entschuldigung, ups, leicht verklickt. Also nochmal, ab Zeile 5 kopiere ich mir das, Steuerung C, und packe mir das jetzt in meine Anlage Wendelstein Kurvenbrück hinein. Das heißt hier, und zwar original könnt ihr das direkt hier unter dem Clearlog, also im Prinzip ab der Zeile 2 ein bisschen Luft schaffen und hier einfügen. Ich mache das jetzt mal. An der Anlage will ich aber jetzt nicht da speichern. So, ich habe das jetzt hier schon mal gemacht. Was ist jetzt anzupassen?
wie auch in der Demoanlage. Wenn ihr die Demo habt, müsst ihr jetzt hier, wenn bei euch die Demoanlage schon läuft, dann sollte der Pfad, den ihr hier eingestellt habt in der Demoanlage, schon richtig sein. Das heißt, dann braucht ihr da schon mal gar nichts machen. Hier ist in der Demoanlage ein Signal 25 eingegeben. Das muss ich natürlich jetzt. Warte mal, mich nervt hier gerade. Das machen wir jetzt mal wieder rückgängig, damit das so. Das muss ich natürlich jetzt entweder durch ein vorhandenes Signal oder durch zum Beispiel 4x9, also ein nicht vorhandenes Signal ausblenden sozusagen. Okay. Ich schreibe da jetzt erstmal 4x9 rein, weil das wird garantiert nicht verwendet. Dann ist hier für die Zugdepot-Info die Bordtabelle zu pflegen. Und da ist es empfehlenswert, immer mindestens die 12 Boards, die in der Vorlage für Touchportal von mir geliefert werden, komplett zu definieren. Mehr könnt ihr immer, also 13, 14, 15 könnt ihr immer machen, wenn ihr mehr Depots habt. Aber wenn ihr nur, wie in diesem Fall, habe ich hier nur zwei Depots identifiziert auf der Anlage, nämlich zwei Zugdepots und die restlichen sind nicht vorhanden. Da trage ich einfach eine 99 an. 99 Depotnummer ist nicht vorhanden in der Anlage. Das führt dann dazu, dass da auf der Infoboard-Seite auch die Infos leer sind und das sorgt dafür, dass das Modul die Übergabedateien 3 bis 12 auch leert, wenn das Modul läuft. Ansonsten kann es passieren, wenn ihr jetzt zum Beispiel auf der Anlage, Demoanlage war ja 3 und 4 auch, waren ja auch Depots, das waren die Fahrzeugdepots. Dann stehen hier, wenn er die jetzt hier nicht eintragen würde, stehen hier noch die Daten von der anderen Anlage drauf. Deswegen immer mindestens die 12. Mehr geht immer. Oder ihr müsst die Seiten löschen, die nicht in Benutzung sind, aber dann würdet ihr für künftige Anlagen wieder was verlieren. Dann müsst ihr die Tabelle für die Kameras, also die statischen Kameras, pflegen. Und hier habe ich jetzt mal alle Kameras schon eingetragen. Wie ihr jetzt seht, ist das Problem mit den Umlauten hier auf der Anlage. Das heißt, hier stand Süd und hier auch Süd. Und ich habe die Kameras auf der Anlage schon umbenannt. Das heißt, wenn ich die Anlage lade, dann habe ich die Kameranamen einfach auf Umlaut freigestellt oder gespeichert, damit das nicht zu Problemen führt. Wenn ihr das nicht machen wollt, müsst ihr halt diese Kameras halt hier nicht in den Fokus von Touchportal, also müsst ihr aus nicht übergeben. Dann führt das auch nicht zu Problemen. Ansonsten würde die Kamera eventuell nicht aufgerufen werden. Okay, und dann noch die Tabelle, welche Fahrzeuge außerhalb von Depots möchte ich überwachen. Hier habe ich jetzt mal die VT98 eingetragen als einzige. Ob das jetzt eine ist, die ins Depot fährt, werden wir dann schon irgendwann mal sehen. Das ist an der Stelle, wenn man die Definition hier reinkopiert hat, erstmal soweit alles. Jetzt fehlt noch ein Eintrag. Den müsst ihr in der EEP Main machen. Und zwar, die EEP Main findet hier in Zeile 178 jetzt. Und hier müsst ihr den Eintrag Touch Main machen. Das ruft die Hauptschleife für das Touch-Modul auf. Und das Ganze natürlich speichern. Wenn ihr jetzt die Lua-Datei für die Anlage Wendelstein-Kurvenbrück kontrolliert bitte am Ende, ob da nicht irgendwo Daten sind für hier Datenslots. Ich habe keine gefunden. Ich meine auch, dass sie keine verwendet werden, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Deswegen guckt hier, wenn ihr das speichert, dass hier keine Datenslots drin sind.
Bei mir war das so, weil zumindest als ich die Anlage so vorgefunden habe, gab es da keine Datenslots. Ansonsten könnten hier unten Datenslots stehen. Die müsst ihr natürlich rauslöschen, sonst funktioniert das nachher in EEP nicht mehr. Dann einmal speichern. Und dann könnt ihr die Anlage im Prinzip laden. Das heißt, wir gehen dann mal auf TP-Tutorial, TP-Wendelstein-Kurvenbrück und laden die Anlage. Wenn ich jetzt nichts verkehrt gemacht habe, okay, noch kein Fehler. Ich hole mal das Touch-Portal, das Ereignisfenster rüber, mache es mal ein bisschen kleiner. Und mach mal wieder das Touchportal an. Und wie man jetzt schon sieht, steht jetzt hier schon TP Wendelstein Kurvenbrücken. Offensichtlich hat das Touchportal wohl die Daten erkannt, die Uhrzeit läuft. Und wenn wir jetzt auf dem Tablet auf den Knopf drücken, Touchportal, dann sehen wir die Seite, nämlich Wendelstein, sieht man hier oben, die ich vorhin gerade erzeugt habe. Das heißt, jetzt habe ich zumindest schon mal die Grundseite im EEP betriebsbereit. Jetzt gehen wir mal auf die Kameras. Und hier sieht man die Kameras, die hat er jetzt aktualisiert. Da habe ich auch inzwischen schon eine Automatik drin. Da kommen wir aber in einem weiteren kleinen Hinweis-Tutorial mal zu, wie man das bei sich nachrüsten kann. Man sieht alle Kameras. Jetzt kann ich die Kameras mal ausprobieren. Stellwerk Ost. Ich mache es mal ein bisschen kleiner. Gucken. Na, kleiner gibt's, geht gar nicht mehr. Und jetzt kann man halt hier. Was jetzt? Achso, ich bin nicht im Fokus drauf. Entschuldigung. Jetzt kann ich hier die. Ja, das vergesse ich immer, dass die Maus auf der EEP sein muss. Und jetzt kann ich hier schon die Kameras durchschalten. Extra Kameras gibt es keine auf der Anlage. Fahrzeuge gibt es nur den VT98. Da können wir auch mal drauf gehen. Jetzt bin ich auf dem VT98. Von der Seite, von der anderen Seite, dann von vorne oben, links, rechts oben. Die Sicht nach vorne, die Sicht nach hinten, die dynamische Sicht, also mit, ja, die Verfolgerkamera, die Sicht, Kamerasicht oder die Kabinensicht 8, die Sicht 9, so schräg von oben und die Sicht 10. Also das scheint ja alles schon zu funktionieren. Jetzt gehen wir mal auf das Depot. Ich habe hier jetzt keine Info, ob die Depots aktiv sind oder nicht aktiv sind. Jetzt können wir mal gucken. Die Depots auf dem GBS gibt es, soweit ich das weiß, einen Schalter. Und da müssen wir jetzt mal gucken, ob wir da einen Schalter für finden. Dazu mache ich das hier mal auf. Das machen wir erstmal klein. Und ich meine, ich hatte hier einen Schalter. Züge aus Depot schicken, 122. Okay, das heißt, wenn 122 1 ist, dann schicken wir Züge aus dem Depot. Das heißt, wir probieren das mal, wenn ich hier statt 4 mal die 9 die 122 eintrage. Ups. Was dann auf unserem Touchportal passiert, Skript neu laden. Und okay. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das Fenster. Und zwar dahin. Und wir gehen mal auf die Depots. So,
Zugdepots. Ja, was ist jetzt passiert? Ach so, Entschuldigung, ich bin wieder auf. Seht es mir nach, manchmal ist es halt ein bisschen blöd mit drei, vier Bildschirmen. Also wir gehen auf die Depots und schon sehen wir die Depots in den oder die Züge in den Depots, die gerade in den Depots sind. Mach das jetzt mal ein bisschen größer. Jetzt sieht man hier, da steht jetzt Warten Depot 99 NV. Das heißt also, die Depots sind jetzt alle leer. Sind also keine Geisterzüge mehr drin von anderen Anlagen, sondern es sind jetzt alle Depots sauber gefüllt. Entweder haben sie was oder sie haben nicht oder sie gibt es gar nicht. Und NV heißt halt nicht vorhanden. Okay. Auch die Fahrt, die Depots, das sind die Züge, die aktuell gerade auf der Anlage sind. Was man jetzt hier sieht, das ist ja ein Thema, was ich schon mal erklärt hatte. Ich sehe jetzt zweimal den Personenzug 13. Das liegt aber daran, dass dieser Zug, wenn er in ein anderes Depot einfährt, sich nicht abmeldet in dem Originaldepot. Das ist halt eine Frage der Anlagenkonfiguration, da habe ich keinen Einfluss drauf. Das heißt, diese Züge sind immer in allen Depots gelistet. Ist halt so. Muss bei euch aber nicht so sein. Das habt ihr ja selbst in der Hand, wie ihr eure Depotsteuerung aufbaut. Okay, jetzt können wir auch irgendeinen Zug mal aktivieren. Dann nimmt er jetzt hier sich 10. Mal gucken, wir gucken mal vorne raus. Das ist ganz blöd. Ach, das ist so. Gucken wir mal, was wir da, dass wir mal eine Sicht haben, wo wir vernünftig auf den Zug gucken können. Ah, da ist der Zug. Und diese Anlage ist ja komplett GBS gesteuert. Das heißt, ihr müsstet jetzt auf der Anlage natürlich das Gleisbildstellpult bedienen, damit die Züge sich überhaupt bewegen. Aber ihr seht, der Einbau in eine vorhandene Anlage mit gewissen Grundfunktionen ist halt gegeben und ihr müsst halt nicht viel in eurer Anlage ändern. Wir gehen mal wieder auf Stellwerk Ost. Machen das hier mal wieder ein bisschen kleiner. Muss man daran denken, dann wieder einen Fokus auf EEP zu machen. Dann funktioniert natürlich. Jetzt können wir uns mal Drehscheibe angucken, Ladegleise und so weiter. Also Kamerafunktion ist gegeben. Und ihr könnt halt Fahrzeugfunktionen könnt ihr halt euch angucken mit entsprechenden Sichten. Und so könnt ihr jetzt oder könntet ihr jetzt starten. Ah, da habe ich irgendwas vergessen. Das machen wir gleich mal. Und zwar habe ich vergessen, in dieser Vorlage Startseite, hier haben wir ja das Wendelstein eingebaut. Entschuldigung. Hier hatte ich das Wendelstein noch nicht. Doch, ich hatte es schon drin, aber ich habe die Seite ja neu erzeugt und deswegen zeigt das jetzt nicht auf die richtige Seite, auch wenn da das gleiche drin steht. Das passiert aber nur, wenn ihr die Seite mal manuell gelöscht und neu erzeugt habt, dann werden diese Dinge nicht mehr auf die richtige Seite. Da steht zwar Wendelstein, aber intern haben die auch noch eine Nummer und jetzt müsste es eigentlich nach meinem Dafürhalten. So. Jetzt hatten wir gerade das Thema, wir waren bei den Depots, ne, sind auch bei den Fahrzeugen. Und jetzt, wie man jetzt sieht, funktioniert das jetzt auch auf der Startseite. Jetzt könnt ihr hier
natürlich euch Knöpfe machen zum Bedienen, was auch immer ihr wollt. Wie man solche Knöpfe mit entsprechenden Funktionen macht, das würde ich dann aber in einem weiteren erklären. Und jetzt gucken wir mal, was jetzt hier bei dem Depot-Knopf ist, was da eigentlich ausgewertet wird. Das wird wahrscheinlich so sein, dass hier das ein jetzt mal Wendelstein gucken in diesem Knopf. Wird ausgewertet, Depots on und off. Das kommt aus dem EEP, aber wenn im EEP nicht definiert ist, dass das Depot on oder off ist, jetzt gucke ich mal. So, wie habe ich das gemacht? Touch Main. So. Touch Info Depot Status. In der Regel ist es so, dass das Modul arbeitet. Nochmal, Touch Depot Status ist off. Genau, hier wird off gesetzt und wenn das aus ist, wie habe ich es definiert? Ach so, 1 ist off und 2 ist on. Ja, das ist klar. Da jetzt die Signal hier, die ist 122, was wir dort eingetragen haben, wahrscheinlich den Status 1 hat, obwohl es on ist, wird es auch nicht melden, dass es an ist. Das ist ein Problem, da muss man dann gegebenenfalls sich überlegen, dass man ein erweitertes Signal macht, um diesen Status weiterzugeben. Achso, hier steht ja auch noch 999 drin. Das. Achso. Moment. Moment. Nicht verzweifeln. Wir haben die Anlage TP. Wir gucken uns mal an. So, 122. Signalnummer. Ja gut, das ist halt genau das Thema. Wenn das Signal 1 bei Fahrt macht, dann wird es jetzt immer rot zeigen. Okay. Also das Signal funktioniert so nicht. Da muss man sich dann gegebenenfalls ein eigenes basteln in seiner Anlage. Oder muss man seine Anlage entsprechend so auslegen, dass bei 1 off ist und 2 on ist. Also wir deaktivieren das mal wieder, dann ist das auf jeden Fall nicht mehr aktiv. Okay. Soweit zum Einbauen des Touchportals in eine Anlage. Damit mache ich jetzt hier erstmal einen Cut und beim nächsten Video werden wir uns mal eventuell darum kümmern, dass wir so einen On-Off-Schalter dann definieren für das Touchportal und das dann auch richtig zur Anzeige auf dem Touchportal bringen, damit das halt sauber visualisiert wird. Vielen Dank erstmal und bis demnächst.